Darf ich euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer entspannten Schicht im Emergency Wuppertal. Ja, endlich wieder Emergency 5 schreien bestimmt viele. Ja, verstanden. Und ich kann es euch auch sagen, ich habe wieder Lust auf Emergency 5. Bei mir kommt auch wieder Emergency 5. Aber die meisten wissen schon, dass es nicht nur wegen dieser guten Mod, die wir jetzt schon haben, sondern morgen kommt was Neues raus. Ja, heute im Video geht es darum, was passiert morgen und... In Ordnung. Was bedeutet das für den Kanal? Ja, was steht morgen denn an? Weil der ein oder andere weiß ja, morgen ist Livestream. Ja, also, vorab. Gestern kam kein Video, kein blaues Video. Dafür heute, weil ich musste noch mit dem Jens was quatschen. Jens, Entwickler von Wuppertal. Und den Dude, den ihr alle kennt, weil das ist der Dude, der die Streams macht von Emergency Wuppertal auf Twitch. Und den habe ich gestern mal angeschrieben. Und, ja, sagen wir mal so, ich habe mal so weißt du, von Streamer-Kollege zu Streamer-Kollege wollte ich mal wissen, wann denn die Mod morgen public ist. Und, bis jetzt habe ich noch keine Antwort. Weil er unterwegs war oder ist. Irgendwie sowas. Das heißt, ich kann euch leider nicht sagen, wann ich genau morgen streame. Deswegen, wer es nicht verpassen will, unten ist die Glocke. Aktiviert die Glocke. Ansonsten auf Instagram followen. Dann kann ich euch Bescheid geben. Oder darüber gebe ich euch Bescheid, wann ich am Start bin. Oder im Discord. Ja. Denn wir streamen morgen, also am Sonntag, den 14.06. Auf jeden Fall das Update von Emergency Wuppertal. Denn die Jungs von Wuppertal hauen das Update raum mit. Neue Leitstelle mit drum dran, neuen Fahrzeugen. Ein paar Script-Veränderungen und. Und natürlich auch viele Bugfixes. Naja. Und das wollen wir uns ja auf jeden Fall anschauen. Ja, was bedeutet das in Zukunft mit Blaulicht-Videos? Natürlich wird ein bisschen mehr Blaulicht-Videos dann auch wieder kommen, ne? Wenn es mir gefällt, sage ich euch so. Von Emergency 5. Und dann wird mal wieder Emergency 4 ein bisschen beiseite gestellt, aber nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Genau, wir streamen morgen im Multiplayer, wenn alles funktioniert. Wir haben unsere Leitstelle schon informiert, dass der am Start ist, unser Nick. Wir haben ein, zwei von der Community schon gefragt, wer Bock hat. Wir werden auch, wer mitspielen möchte, auch so am Start sein. Und werden auch so noch ein paar Leute dazu holen, die 18 sind. Ne? Also da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Wir werden auf jeden Fall ein paar Stunden am Start sein. Gerade weil man so viel testen kann und weil es ein paar neue Möglichkeiten gibt und das Ganze werde ich auch wahrscheinlich dann auch mich mal in die Leitstelle einloggen und werde auch mal die Leitstelle streamen. Das heißt, wer morgen nicht nur den Entwicklerstream schauen möchte vom Jens, sondern auch sagt, okay, komm, wenn die fertig sind oder wenn die mir zu detailliert ins Gameplay gehen, weil die spielen und ich will aber denen gar nicht zuschauen, sondern dem geliebten JP. Nein, Spaß. Dann könnt ihr auch bei mir in den Stream reinschauen. Würde mich natürlich freuen. Und ja, ich kann euch sagen, also ich fange so früh wie möglich an. Sobald ich die Mod habe, fange ich an zu streamen. Und höre auf, wenn ich keine Lust mehr habe. Und darauf könnt ihr euch freuen. Das war's für das heutige Video. Das sollte eine kleine Stream-Ankündigung sein. In Blaulicht-Video-Format verpackt. Freut euch drauf. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf neue Fahrzeuge und. Aber das schauen wir uns dann alles morgen an. In aller Ruhe, wenn es rauskommt. Und ja, Guys. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Freut euch. Wenn ihr die Benachrichtigung noch nicht aktiviert habt, die Glocke, dann aktiviert die Glocke. Ansonsten wir sind kurz vor 400 Abos. Würde mich freuen, wenn wir die noch voll schaffen würden. Und ansonsten, Guys, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haust rein. Spezi hoch und Prost.